Hallo YouTube und willkommen zu meinem ersten Video, also meinem ersten richtigen Video auf diesem Kanal. Heute soll es darum gehen, ich habe mir eine Mercedes-Benz S-Klasse W220 S500 gekauft. Und zwar genau dieses Schmuckstückchen hier. Die Besonderheit bei diesem Auto, ja, man könnte schon sagen Besonderheit, ist, dass das Ganze Auto 420.000 Kilometer hat. Jetzt zeige ich euch einmal so ein bisschen, wie das Auto aussieht, in welchem Zustand das ist. Allgemein so einen kleinen Eindruck. Ihr seht schon vielleicht, die Scheinwerfer sind ein wenig vergilbt. Das, ja, nach 400.000 Kilometern und 20 Jahren ist das wohl irgendwann mal so. Das Fahrzeug ist Erstzulassung März 2003, glaube ich. Ist auch ein Facelift, wie man an den Scheinwerfern sieht. Hat relativ wenig Rost. Also hier an den Radläufen, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Das ist jetzt auch das erste Video, was ich überhaupt aufnehme mit so einer Kamera. Ist wenig dran. Hier haben wir so eine kleine Macke. Ja. Das Fahrzeug ist natürlich überall ein bisschen zerkratzt. Klar. Nach 400.000 Kilometern kann das gerne mal sein. Ja, wie man von der Seite sieht, vielleicht sieht, es ist eine lange S-Klasse. Allgemein die Ausstattung ist grandios. Ich weiß gar nicht, was alles fehlt. Falls ihr da irgendwie noch wisst, was alles fehlt, also so ein paar Sachen weiß ich, aber im Grunde ist das Fahrzeug sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben irgendwelche 17 Zoll Winterreifen drauf. Die waren schon drauf. Sind auch erstmal völlig okay. Wir haben eine schwenkbare Anhängerkupplung, die funktioniert nun leider nicht mehr. Hier auch die schönen Facelift-Rückleuchten. Schriftzug, den habe ich nachgerüstet, da war nämlich keiner dran. Ich weiß, normalerweise haben die keinen L hinten dran, aber ich dachte mir, wenn schon, denn schon. Außerdem war der günstig. Ne? Ja, fangen wir mal vorne an. Hier sieht man, der Spiegel ist angelaufen und er wackelt auch ein bisschen. Muss ich mal ran. Ja, machen wir mal auf. Wir haben Keyless Go. Ne? Also ich habe auch keine Karte mehr wie beim Vor-Facelift übrig. Ich habe nur noch diesen einen Schlüssel. Und der steuert das ganze Keyless Go-System. Auf das Wohnzimmer. Schön die Chrom-Einstiegsleisten, finde ich wunderbar. Wir haben Memory-Sitze, Sitzbelüftung, Sitzheizung, ganz klar. So, setzen wir uns mal rein. Ach, und da sieht man es schon. Ich hoffe, man sieht es. 420.000 Kilometer habe ich, mit 420.000 habe ich ihn abgeholt. Jetzt schon 3.000 Kilometer ungefähr draufgefahren. Ja, aber läuft einwandfrei. Da sieht man eine kleine Delle auf der Motorhaube. Weiß ich nicht, ob das im Video rüberkommt. Was haben wir alles? Wir haben sogar eine LPG-Gasanlage. Kann ich auch gleich mal zeigen. Wir haben ein Bose Soundsystem. Wir haben klar ein Schiebedach. Großes Command. Sorry wegen meinem Zeug hier. Man kann ja leider nicht mehr sein Handy laden, da man ja... Also zum Glück hat das Auto einen AUX-Anschluss im Handschuhfach. Aber man kann ja sonst hier nicht so einfach das Handy laden, wenn man gleichzeitig Musik hören will. Zumindest bei Apple, die haben ja diesen schönen Klinkenstecker weggemacht. Kann man das natürlich trotzdem Musik hören. Wir haben ein ABC-Fahrwerk. Das habe ich gerade gar nicht gezeigt. Das funktioniert im Grunde ganz gut. Aber wenn man sich das mal so von der Seite anguckt, hinten links, also generell hinten ist er ein bisschen tiefer und hinten links noch ein Stück tiefer als hinten rechts. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video rüberkommt. Ja, das ist ein Problem. Ich kann dir gleich nochmal zeigen, bevor ich es nachher nochmal vergesse. Na. So, da sieht man den Gaseinfüllstutzen. Da hat man hier in der hinteren Tür. Ja, ich meine, das Auto aufbauen sollen, ne? Da haben wir dann hier so ein Teil, das schraubt man dann da drauf. Und dann kann man das mit Gas befüllen. Ja, hinten haben wir auch elektrisch verstellbare Sitze, ist ja eine Langversion. Wir haben Sitzheizung, Sitzbelüftung, kein Memory.
Wir haben aufblasbare Seitenpolster für hinten, keine Massagesitze und ich glaube ein Paket hier gäbe es dann noch. Wir können auch hinten irgendwie Massagesitze haben. Auch wieder Chrom Einstiegsleisten. Wir haben einen Fernseher, der funktioniert auch soweit. Gut, man, das Fernsehsignal gibt es natürlich nicht. Nicht mehr. Wenn wir uns mal... Oh, mein Kollege saß hier drin, der hat seinen Stuhl so asozial nach hinten gemacht. Das müsste aber wahrscheinlich trotzdem klappen. Ha, schwierig. Bin 1,90 groß, er auch ungefähr. Und sein Stuhl ist in der Asi-Position. Wir haben hier... Wie macht man das auf? Hier oben ziehen. Man sieht gar nichts so. Hier oben ziehen. Wir haben einen Kühlschrank. Der funktioniert nicht. Jetzt kriege ich den auf. So rum. Wir haben einen Kühlschrank, der leider nicht funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Sonst hätte man immer seine Getränke da kühlen können. Aber gut. Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, woran das liegen könnte. Weil so wichtig ist es jetzt für mich nicht. Wir haben eine nachgerüstete 220 Volt Steckdose. Die funktioniert meines Wissens nach auch. Wir haben hinten dieses große Klimapaket. Also wie gesagt, die Ausstattung ist Wahnsinn. Hier kann man nochmal von vorne rauf gucken. Ja, das ist einfach ein wunderschönes Auto. Hier auch Endspiegel, alles dabei. Habe ich was vergessen? Ja, wir haben keinen Alcantara-Himmel, das ist normaler Stoff. Ansonsten, geh noch mal nach vorne. Ey, ich komm hier gar nicht raus. So, Tür wieder zu. Soft close. Geht manchmal, manchmal nicht. Jetzt zum Beispiel nicht. Als ich ihn gekauft habe, ging es natürlich, ist ja klar, ist ja immer so. Nee, was wollte ich überhaupt hier? Ja, genau. Wir haben Sonnenrollos. So, zack. Sonnenrollos haben wir auch. Heckrollo haben, glaube ich, eh alle. Ja, hier sieht man auch wieder die Tür. Nicht zu. Funktioniert einwandfrei, das Zeug. Elektrische Heckklappe haben wir hinten noch. Ja, ansonsten, die Karre läuft einmal frei. Also, hab jetzt, ja wie gesagt, 3000 Kilometer draufgefahren. Und Motor läuft seidenweich rund. Kann auch mal den Heckklappe aufmachen. Die ist auch so ein bisschen besonders, weil sie eben elektrisch ist. Kann mir so einen Knopf zum draufdrücken. Dann macht es aber immer nicht gleich. Man hört immer so ein kleines Klicken. Jetzt. Also man muss ihr immer ein bisschen helfen am Anfang. Da haben wir hier einen schönen Kofferraum. Da sieht man den Kühlschrank. Ja. Nimmt natürlich ein bisschen Platz weg, aber eigentlich geht's. Das hängt vielleicht ja, 15 cm, 20 cm raus hinten aus dem Laderaum. Das geht. Und hier drunter haben wir denn die schöne Gasanlage. Aber im Grunde fahre ich eigentlich fast nie auf Gas, weil die Werkstatt gesagt hat, wo ich das Auto checken habe lassen, meinte so, ja, nach 400.000 Kilometern sind irgendwann auch mal die Zündspulen dran. Das heißt, irgendwie Gas ist ja zündunwilliger oder sowas. So genau bin ich ja jetzt auch nicht der Profi. Ja, auf jeden Fall sollte ich erstmal nicht so viel auf Gas fahren. Mache ich auch nicht, weil... Also im Grunde war mir die Gasanlage egal, ich wollte halt die Ausstattung haben. Die ist ja wirklich, die ist einwandfrei, wie gesagt, ich, meines Wissens nach, ich suche mir ins Auto, ist kalt draußen. meines Wissens nach fehlt im Grunde eigentlich nur der Alcantara-Dachhimmel. Alcantara-Dachhimmel, die große Sitzbank hinten, also mit den Multikontursitzen, die haben wir hier vorne übrigens auch. Wie sieht man das? So sieht man das. Mit Dynamik. Die zwei Sachen, das waren vier. Vier habe ich mir im Kopf ausgemalt. Komme ich jetzt nicht drauf.
Es war anders. Vier Sachen haben gefehlt. Die große Sitzbank hinten, der Alcantara-Dachhimmel, das Joystick haben wir, funktioniert auch, Standheizung haben wir, funktioniert auch. Nee, für Standheizung funktioniert nicht. Ja. Also irgendwie waren es vier Sachen, keine Ahnung. Fällt mir jetzt gerade auch spontan nicht ein. Ja, das ist jetzt erstmal soweit mein Daily Driver. Bis jetzt macht er sich auch ganz gut. Wie gesagt, den Spiegel, da muss ich noch ran. Der ist einfach frei. Klappen auch ein, beide. Sitzbelüftung ist fantastisch. Bose Soundanlage auch wirklich sehr gut für 2003. Das ist wirklich eine mega Anlage. Auch generell, auch, also in der heutigen Zeit ist das schon echt, schon sehr gut. Ja. Memory-Sitze auch sehr praktisch, wenn man andere Leute damit fahren. Automatisches Licht, das funktioniert auch einwandfrei, braucht man sich keine Gedanken drüber machen. Das Parktronic, wie das heißt, haben wir auch. Also, wie gesagt, ein sehr, sehr gut ausgestattetes Auto. Jetzt werde ich gerade angerufen. So, weg den Anruf. Ja, also kann man nicht beklagen. Das ist ein wunderbares Auto. Falls ihr noch irgendwas anderes über dieses Auto sehen wollt, über mein neues Schätzchen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde noch irgendwann ein Video drehen, so ein bisschen POV-Auto fahren. Weiß nicht, ob ich das interessiert, aber ich denke mal schon. Also ich finde das selber zumindest immer sehr, 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 sehr cool, wenn das irgendjemand macht mit anderen Autos. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwie was Spezielles sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann!